so Nerven mehr aufzutauchen. Ich besorg dir dein Geld innerhalb eines Monats und du lass Andy in Ruhe. So lange warte ich nicht. Und ich bezahle nicht, wenn er tot ist. Ein Schuldner, der stirbt, vererbt der Familie die Schulden. Ich gebe dir 2 Wochen. Danach bin ich hinter euch beiden her. Und so geht's immer weiter. Danach gehe ich zu deiner Frau, deinen Kindern. Denkst du, du bist hier der Einzige mit einer Kanone? Du kriegst deine Scheißkohle. Aber wenn du noch einmal meine Frau und meine Kinder erwähnst, dann bist du tot. Hast du gehört? Dann bist du tot. Action! Pois é, Zeus. You fed him to the wolves. Literally, huh? I am the new Jesus, cabrón. Who's taking on the truck? Ich heuer mit Andy an und bring das in Ordnung. Hast du sie noch alle? Was soll ich machen? Ihn allein gehen lassen? Nein, wir überlegen uns was anderes. Wir können gar nichts anderes tun, okay? Ich sag's ungern. Und wenn Sie das Geld nicht von ihm kriegen, dann kommen Sie zu uns. Also, was soll ich deiner Meinung nach weißt tun? Weißt du, was ich nicht will? Ich will nicht ins Gefängnis gehen müssen, um dich zu sehen. So wie dein Dad. Und ich will die Kinder nicht allein großziehen. Ach so, da bin... Ich will mich deswegen nicht mit dir streiten, okay? Ich weiß, was ich da mache. In Ordnung? Könntest du mir einfach vertrauen? Bitte. Es wird nichts passieren. Okay, ich verspreche es. Und, hast du was für mich? Das ist ein Weltklasse-Schmuggler-Mann. So dumm, dass dein Talent nicht auf deinen Schwager abgefärbt hat. Was ist passiert, Andy? Ich habe was geschmuggelt. Der Zoll ist aufgetaucht. Wir mussten das Paket entsorgen. Er hat's weggeworfen und steht in der Kreide. Du kennst die Regeln. Du weißt, was passiert, wenn du nicht zahlst. Wenn sie das Geld von ihm nicht kriegen, dann kommen sie zu uns. Ich will dich nicht im Gefängnis besuchen müssen. Ich weiß, was ich tue. Komm einfach wieder nach Hause. Was schmuggeln wir? Weißt du noch letztes Mal? Das Falschgeld? Wie viel ist das wert? Etwa 140 Millionen. Wo ist mein Kumpel Jesus? An die Wölfe verfüttert. Was, im Ernst? Das Geld ist weg! Du könntest aber auch was für uns tun. Ich bring keine Drogen mit. Wenn du mit leeren Händen zurückkommst, legen die Kate um. Lauf, Andy!
Bleib weg von meiner Familie oder ich leg dich um. Ruf deinen Mann an und sag ihm, wehe, er wirft es ins Wasser. Hast du mich verstanden? Ich komme und ich werde dich erwischen. Mach den Container auf! Denkst du, du bist der Einzige mit einer Waffe? Drück ab, los! Du bist am Ende. Vertrau mir. Ich krieg das schon hin.